Was ist das? Was ist das? Du bist doch kein YouTuber! Ja, warst du? Was geht? Herzlich willkommen im neuen Jahr. Content-Offensive, meine Freunde. Content-Offensive und Revive ist dabei. Das passt irgendwie nicht. Leute. Oh mein Gott, was machen wir denn heute? Leute, wir werden heute zusammen... Du bist einfach nur so halb im Bild. Das ist so weird. Der Julius soll einfach hier abschneiden. Tobi sitzt hier neben mir und wir haben YouTuber verpixelt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Tobi doch, wird YouTuber. In Photoshop... Kannst du es Maul halten? Man hört ja, ja, stimmt. Hör auf, jetzt da reinzureden. Ja. Hör auf! Ja. Lass es! Okay. Tobi wird auf jeden Fall diese YouTuber jetzt entverpixeln und wir beide müssen erraten, wer es ist. Lukas sieht das Ganze im Discord und ich würde sagen, wir legen ganz los. Ganz kurz, was bekommt der Gewinner? Der Gewinner kriegt tatsächlich einen Craft Attack Button. Let's go. Let's go. 3, 2, 1 und los geht's. Okay, ich werde ihn langsam entpixeln. Okay. Keine Ahnung. Digga, wer ist das? Blaue Klamotten. Wer trägt denn blaue Klamotten? Craft Luca. Tommy? Nee, warte. Tommy? Powerplatte. Powerplatte. Nee. Wer ist das? Hä? Wer ist das? Tomery, das muss Tomery sein. Hä? Inscope! Ach, Inscope. Ach, Brock sagt der Digga, was? Ich hab Pro Owns gesagt, der FIFA-YouTuber, der sieht auch vom Bart her so aus. Was ist das für ein Bild von dem, Digga? Wie alt ist das? Bro, ich musste natürlich andere Bilder, sonst erkennt ihr das doch direkt. Ja, aber ist stark. Sieht immer noch so aus heute. Okay, nächstes Bild, let's go. Gut, das nächste Bild. 1-0. Oh, keine Ahnung, Alter. Kai Pflaume? Nee. Passt. Kai Pflaume, Tomery. Boah, wer ist das, Digga? Concrafter, Concrafter! Luca. Ja. Ja, Digga, weißt, da war so ein bisschen spät dran. Nee, warte mal. Du hast Concrafter gesagt. Er heißt aber Luca. Bro. Ja, wir können auf YouTube nachgucken. Stopp. Wir können auf YouTube nachgucken. Warte, okay, wir schauen mal ganz kurz. Concrafter. Oh, es ist wohl doch Concrafter. Gut, 2-0 für Revi an der Stelle. Schade, okay. Bunge. Papa Platte. Ist beides falsch dann? Ja. Na? Digga, wer ist das? Revi! Hä? Ich bin Revinzeit! Ich hab's zuerst gesagt. Nein, das ist Julian. Oder? Was? Was? Lukas? Aber ich hatte recht, weil das Bild ist eigentlich von dir. Nee, ich glaub, ja, aber es ist ja eigentlich. Wir hatten eigentlich ist es Julian Bam. Ich glaub, wir haben beide reingeschaut. Keiner kriegt einen Punkt. Digga, was ist denn das? Die nächste Person. Okay. Das ist schwierig. Ist es ein Creeper? Creeper. Real-Life Creeper. Was ist das? Das ist ein Real-Life Creeper. Gesagt Real-Life Creeper. Das ist nämlich richtig. Real. Ja. Ja, Digga. 2-1. Hä? Punkt. Ja, es was ist das, Digga? Das ist doch kein YouTuber. Ja, doch. Real-Life Creeper ist doch kein Digga, YouTuber. Digga, der ist in jedem Craft-Attack-Video von dir dabei. Nein. Doch. Digga, gönn doch mal, Alter. Okay, das Video. Doch. Alles klar, nächster. Komm, nächster. So. Madeira. Unge. Nein. Kelly Miss Vlog! Kelly Miss Vlog! Ja, Digga, Lukas, willst du noch später sagen? Digga, du sagst immer nach mir. Das ist aber echt schönes Bild von dir, oder? Ja. Schön. Finde ich auch schön, Kelly. Ich finde es schön. Dave. Ich hab zuerst. Oh, hä? Ja, Baby. Das wieso hast du das Bild kennt man aber auch? Ja, soll ich, Digga, soll ich. Hä, woher kennt Lukas Dave? Ich fand nicht so viel. Ach ja, der war ja mit dem Madeira. Ich war mit dem Madeira, Digga. Ja, stimmt. Die haben. Unge! Unge. Ja, das ist Unge, wo er sich an den Kopf fest. Ja, aber da war Revi, Digga. Knossi ist das nächste. Ich aber näher dran. Knossi ist das nächste. Knossi ist das nächste. Knossi ist das nächste. Ey! Ja! Knossi. Wie viel fühle ich jetzt schon? Digga, du hast gar nicht. 6-2. Ja, wow, ich seh's ja gar nicht so schnell. Kann ich ja nichts für. Okay, Knossi, das zählt. 6-2, let's go, weiter geht's. Wer ist das denn? Basti GAG. Ist das wirklich Basti GAG? Nein, sieht aus wie Minecraft-Skin. Ja, ich glaube wirklich. Wer ist das? Welcher Skin ist das? Ja! Ist das Basti GAG? Nein, es ist doch nicht. Es ist ein Skelett. Was ist das? Ein Roblox-Skin? Mann, dieses ganze Video macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Doch, der kommt auch ein YouTuber. Ich hab Dr. Benz! Roblox-Skin. Roblox-Skin. Gesagt, weil Lukas hat Minecraft-Skin gesagt. Ich hab 7-2, Lukas. Du verlierst. Ey, das zählt nicht, das zählt nicht. Okay, jetzt kommt wieder YouTuber. Zählt das nicht? Du hast ja auch nicht gezählt, Junge. Ich bin ein Arbeitgeber, denk dran. Ja, ja, das zählt. Okay, nächste. Digga. Okay, weiter geht's. Okay. Dagi B. Baby's Beauty Palace. Ja, sag doch einfach alle Namen mit blonden Haaren. Ja, Dagi B war doch richtig. Dagi B hätte ich auch sagen können. Ja, aber hast du ja nicht.
Ich weiß schon, wer der Nächste ist, aber ich lasse Lukas. Ich. Ja, ich lasse Lukas den Vortritt. Digga, dieses verpixelt. Du kannst es nicht. Es ist maximal verpixelt. Ey, warum benutzt immer jeder dieses Bild von mir? Das ist wie das Meme-Bild. Lösch das mal, Mann. Okay. Wir rufen kurz bei Google an und werden das für dich löschen, ja? Das ist kein Ding. Ey, Pizza, Junge. Jeder auf jeder Meme-Seite, alles immer dieses Foto, Junge. Nein, bearbeite schnell. Schnell bearbeite. Komm, mach. Da steht Volumenfehler, wenn man dein Bild bearbeiten will. Das geht nicht, weil du zu fett bist. Das Bild erst rendern, Digga. Nein, muss man nicht. Rastern musst du es erst. Du musst erst rastern. Was für Rastern? Du musst es rastern. Rastern, Alter. Ins Smart-Objekt. Das Smart-Objekt. Und dann nochmal rastern. Und jetzt mach. Digga, ihr Profis. Ich bin ja nicht dumm. Da weiß ich nicht. Nächste. Nächste Bild. Hässliches Bild auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ist das Z-Max? Nee, Digga. Hä? Unsympath TV, Sascha. Ist es wirklich, oder? Ja, das krass, war mal, Digga. Sega, das krass, war Alter. Sascha. Krass das erkannt. Ja, 1-0 für mich. Was? Ich hab viel mehr Punkte. Okay, weiter geht's. Katja Krasavitsch. Ja, Katja. Oder Xlaeta oder Katja. Katja doch, ist es. Ah, oh, geil. Huah! Junge, der hätte aber ein besseres Bild raussuchen können. Nein, jetzt. Das ist meine Mami. Digga, diese Stille. Okay, weiter geht's. Justin! Ja, das Bild kennt man aber auch wieder. Das ist so lost, Digga. Was ist das denn? Was hast du für hässliche Bilder rausgesucht? Warum hässlich? Weißt du, warum ich Justin erkannt habe? Wegen dem Grading. Weil seine Videos haben so ein ganz leichtes Grading drauf. Am Grading hast du das erkannt? Ja. Okay, weiter geht's. Digga, ich gewinne hier sowas von Haus hoch, Alter. Wer ist Trimax. Das? Trimax. Easy. Ist das Trimax? Ja. Lass es genauso. Geh mal einen zurück. Moin, Leute, ist das für ein Merch? Ist das Merch von ihm, wo einfach draufsteht? Moin, Leute, Trimax hier. Chillig eigentlich. Ja, nee, ist stark. Nächstes Bild. Das kannst du mir kaufen, mal wenn ich du demnächst. Ja, mach. Ja. Escalation. Ich glaube, das ist Tob. Papa-Platte, 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 es ist 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 Papa-Platte. Das war's komplett. Fürs nächste logge ich schon mal ein, das ist DNA. Ja, wollte ich gerade auch sagen, aber habe ich extra nicht gemacht. Okay, das da drunter ist Monte. Das ist Monte. Ah, komm! Digga, wie viel haben wir noch? Das war's, Leute, ich habe auf jeden Fall ihr Haus hoch gewonnen, Tobi. Absolut Schmarrn, das hättest du besser vorbereitet. Ich habe es perfekt vorbereitet. Lukas hat es perfekt vorbereitet. Alleine, dass man unten rechts die ganze Zeit die Bilder sieht, die als nächstes kommen. Ja, das hätte man, das kann man doch einfach, weißt du, kannst doch ausblenden. Du hättest sie einfach rüberziehen können, so. Dann hättest nur ich gesehen. Hätte machen können, ja. Dann hättest nur du gesehen. Ja, ich hätte aber nicht hingeguckt. Ja, ich hätte immer hingeguckt. Ich bin ein Ehrenmann. Digga, du bist kein Ehrenmann. Schreibt in den Chat, dass ich ein Ehrenmann bin. Ist das gerade ein Stream? In die Chatbox. So, wer ist das? Richtig. Monte. Ja, Leute, das war ein fetter Win für mich. Lukas wird damit bei CrowdTech gebannt, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich wieder Videos ohne Vibe machen soll. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.